Merci. So, willkommen zur letzten Entscheidung, die mit den meisten Teilnehmern. 250 Meter in der Mixed-Klasse, 6 Läufe. Sechs Vorläufe gab es da und wir fangen mit dem letzten Finale oder dem ersten Finale an, Platz 31 bis 35 und ich übergebe an Heiko, der jetzt die Siegerin führt. So, da ihr nur alle nicht wisst, was wir hier für Platzierungen und für Zeiten gefahren sind, werde ich jetzt mal von vorne oder von hinten anfangen. Mit einer Zeit von 1,40,04, Platz 35, die wilde 17. Ich komm ruhig mal nach vorne hier. Also Leute, mal einen donnernden Applaus an die Truppe, auch wenn sie hier den letzten Platz gemacht haben, sind sie doch eine echte Aufwertung unserer Veranstaltung. Dankeschön. So, aber jetzt lese ich wirklich nur vor. Auf Platz 34 die Zeit 1,21,16, die Unverbesserlichen. Auf Platz 33 die Zeit 1,13,74, Beam Me Up. Und mit Platz 32 1,13,70, Avo Robin. Und ich bitte nach vorne den Platz 31. Also damit Gewinner des Platzierungsfinales 1-12-16, das Team aus Schwerin, Sharky. Kommt, holt euch euren Pokal ab. Dankeschön. Machen wir weiter mit Platz 30. 1,16,27 Hurricane Ass. 29. 1,15,27 die Unbestechlichen und ihre Freunde. Auf 28. 1,12,83 Hot Devils Schwerin. 27. 1,12,15 Sunshine Dragons. 26. 1,11,15 Störtal Feierlinge Junioren. Das jüngste Team hier bei uns beim Drachenbootfest. Und bitte nach vorne kommen, weil Gewinner dieses Finals und damit 25. mit der Zeit von 1,09,11 Aquaholics. Firma Boots und Kunststoffbau in Lübesse. Das sind die, die die Boote bauen, die wir alle benutzen und die nun weltweit auch exportiert werden.
schön auf Platz 24, die Zeit 1:13:66. Das ist also die ältere Generation der Störteil-Feierlinge aus Banskow. Auf 23, 1:11:20, Herr Hartmut aus Dinard und die Sieger. Auf 22, 1:11:18, Best auf Belasso. Auf 21, 1:09:72, die Gasmolche. Auf 20, 1:07:44, Flying Flamm. Gute Zeit. Auf Platz 19 und damit Gewinner dieses Platzierungsfinals mit einer Zeit von 1:07:00, Neptuns Antwort. Ihr dürft nach vorne kommen. Na, möchte keiner diesen Pokal haben? Da hinten melden sich welche. Okay, wir stellen ihn zurück, ist kein Problem. Oh, 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 oh. Nochmal bitte. Herzlichen Glückwunsch. So, wir nähern uns also jetzt Platz 18 bis 13 mit einer Zeit von 1:07:99 mit eins der ältesten Teams, die hier am Start waren und die sind jedes Jahr dabei, da freue ich mich ganz doll, aus Dresden, Elf Meadow Masters. Jawohl, Dankeschön für den Applaus und danke, dass ihr immer hier seid. Auf 17, 1:07:69, The Beer Knibbles. Auf 16, 1:05:91, Sternberger Pastinetten. Auf 15, 1:05:19, Dessurina. Auf 14, 1:05:03, Dragon Club Rostock. Und nun kommt's auf Platz 13 und damit Gewinner des Platzierungsfinales, Flying Turtles Schwerin. Finale. Und hier haben wir den Platz 12 mit einer Zeit von 1:08:11, Team Neuruppin. Auf Platz 11 die Zeit 1:06:66, Team Uckermark.